Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar werde ich heute endlich mal bei einer Quizshow mitmachen. Aber nicht nur irgendeiner, sondern natürlich muss es wieder eine etwas gruselige sein. Und zwar Billys Quizshow. Habt ihr schon von der gehört auf Roblox? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie weit ihr da gekommen seid, weil die soll gar nicht mal so einfach sein. Ich werde wahrscheinlich das so machen, das Video endet einfach, wenn ich ufe, Leute. Aber einmal reviven ist erlaubt, oder? Drückt mir die Daumen, Leute. Lasst unbedingt Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt, dass ich mehr solcher verrückte Spiele mit euch spiele. Und ja, wenn ihr an mich glaubt, dass ich richtig weit komme. Und Leute, ich werde wieder 5 von euch auf meine Freundesliste packen. Ihr habt wieder die Chance. Schreibt mir gerne einen netten Kommentar in die Kommis mit eurem Roblox-Namen natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt. Lasst unbedingt ein Abo da, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, let's go. So Leute, wollen wir mal loslegen mit Billy Game Show. Und warum macht mir dieses Gesicht hier Angst? Eigentlich heißt es doch Mr. Greases Game Show oder so? Es wurde, glaube ich, umbenannt. Aber ja, mir macht das trotzdem Angst, dieses Strichmännchen. Der starrt dir so in deine Seele. Alter, ich fühle mich richtig angestarrt, Bruder. Hör auf damit, okay? Hör auf. Was macht ein Capybara hier eigentlich? Was macht der hier? Reitet der auf ein Capybara oder auf ein Meerschweinchen? Alter, ich bin verstört. Ja, jedenfalls, mein Avatar sieht jetzt so aus, Leute. Ich habe noch meine alte Version, keine Sorge. Aber zwischenzeitlich werde ich mal ein bisschen wechseln, weil ich hatte irgendwie Bock drauf. Aber die Frisur habe ich gelassen und meine Kopfhörer natürlich, weil das macht mich einfach aus, Leute. Aber ja, ihr wisst jetzt Bescheid. Ich finde es voll cute. Und das Gesicht hier. Was ist das hier für ein Opa-Face? Ja gut, ich weiß nicht, wie weit ich kommen werde. Keine Ahnung. Oh, wie süß bist du denn, so klein? Kann ich dich bitte adoptieren? Da läuft sogar Grimace rum mit einem komischen Kopf. Okay, nice. Also diese Runde hier wird, glaube ich, verrückt. Okay, Leute, wollen wir mal in Billys Game Show rein und ich habe Angst. Ich habe Angst. Okay, ich bin drin. The Billy Game Show. Was geht los? Wir gehen runter. What the heck? Step right inside. Was ist los hier? Warten auf Spieler. Okay, wir fahren mit dem Fahrstuhl runter. Warum sind hier so creepy Leute drin? Was ist das? Dieses Gesicht. Grimace macht Spagat oder so. Wir haben Pumpkin Face hier. Wir haben eine Katze hier. Oh mein Gott, der ganze Haufen, ey. Wie lange dauert das, bis wir runtergefahren sind? Hallo? Kann ich hier raus? Okay, ich kann raus. Bauern? Ich kriege Albträume von diesem Strichmännchen. Okay, ich bin Nummer 21. Wo sind denn alle? Müssen wir weggehen? Was ist das hier? Hier ist ein X. Müssen wir auf irgendwas? Oh, oh, jetzt. Jetzt geht's los. Okay. Ruhig, Becky. Ruhig. This game involves some plates. You don't want to step on them for too long, though. Okay. Ew. Was sind das für Bodyguards? Ja, Strichmännchen und Janne. 3, 2, 1. Was jetzt? Oh mein Gott! Was müssen wir machen? Wohin? Nein, ich will nicht rufen! Ich will nicht rufen! Ich will nicht rufen! Oh. Okay, nach und nach sind die Platten weggegangen und du musstest so lange wie möglich auf den Platten bleiben. Alter, das ist ja wie Squid Game oder so. What the heck? Kann ich schlafen? Nö, ich kann doch nicht mal schlafen. Kann ich diesen altmodischen Fernseher betätigen? Okay, es geht weiter, Leute. Ich stehe im Weg, aber egal. Don't hold baby Mr. Fett? Or he may explode. Boom. So verstört. Was? Was muss ich jetzt machen? Was war das für eine Beschreibung? Okay, keine Ahnung, was ich machen muss. Muss ich hier lang? Ich habe keine Ahnung. Muss ich in Bewegung bleiben? Wo muss ich hin? Wo ist Mr. Babyfett? Was ist los? Ah, da hinten. Da hinten. Da ist irgendwie ein Gesicht. Damit kann man werfen. Oh mein Gott, was ist das hier alles? Jumpscare alle. Okay, nice. Ich glaube, ich bin hier in Sicherheit, ne? Oder? Kommt jemand hier hoch? Bitte nicht. Da hinten. Da hinten geht die Post ab. Ich glaube, ich bin hier sicher. Wow,
Also diese Spiele machen mir Angst. Welches findet ihr übrigens am gruseligsten? Schreibt es mir mal gerne rein, weil ich weiß nicht, was hier noch kommen wird. Hauptsache, wir überleben. Ne? Das ist die Hauptsache. Richtig schönes Zimmer. Wow, wundervoll. Richtig aesthetic hier. Wie lost ich aussehe da drin. Ich sehe irgendwie so sad aus ohne Mund. Es geht weiter. Nächste Challenge. Bewegende Würfel. Kannst du mal bitte mehr erklären? Alter, warum trinkst du denn Apfelsaft? Was ist los mit diesem Strichmännchen? 3, 2, 1, go! Was muss ich machen? Ah! Oh mein Gott! Ah! Ah! Das wird bestimmt auch schwerer. Zu nervös. Von links und rechts kommt dauernd was. Kommt noch mehr? Hilfe! Alter! Jetzt krass! Oh mein Gott, wie viele Spiele sind das? Ich habe Angst. Jumpscare alle, ich mach das mal. 40 Robux, ist es das wert? Ach schon, ich will ein Troll sein. Okay, ich habe jetzt einen Jumpscare gekauft. Und wie kann ich den jetzt einlösen? Gar nicht, Joas. Toll, das war ja voll lame. Für 40 Robux. Okay, es geht weiter. In this game, all of you, the players, to vote on who should be eliminated. Bitte nicht mich. Man soll darüber abstimmen, wer eliminiert werden soll. 3, 2, oh mein Gott. 1, go. Was jetzt? Muss ich jemanden anklicken? Was muss ich machen? Select the player. You have 30 seconds to beg for your life. Please! Wie soll ich drum betteln? Bitte nicht mich! Bitte nicht mich! Was soll ich machen? Time's up! Now, everybody, vote to spare or... Achso, ich hätte reinschreiben sollen, ne? Interesting choice. Bitte lass mich am Leben! Ich will gar kein Leben! Die Arme! Select a player. You have 30 seconds to beg for your life. Was ist das? Das Spiel macht mir Angst. Ich glaube, sie weiß auch nicht, was sie machen soll. Time's up. Ich will sie nicht. Ich will ihr das nicht antun. Aber muss nicht jemand raus? Interesting choice. Alter, das ist gruselig. Das ist so gruselig. Oh nein, wir haben es geschafft! Yay, alle waren sozial! Oh mein Gott, ich bin so happy. Hat Grimmister gerade auf dem Tisch getanzt? Okay, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Alter, diese Spiele, ne? Die machen mir Herzklopfen. Sowas von. Ich habe Panik. Nächstes Spiel in 3, 2, 1. Oh mein Gott, es geht los. Alter, wie viele Spiele sind das? In this game, you'll need to pick up the jump box after the okay. Warum grunzt der? Ich wollte gerade sagen, kurz mal Schwein geworden. Jetpack. 3, 2, okay, wo ist ein Jetpack? Ich brauche ein Jetpack! Wo ist ein Jetpack? Da, 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 da! Das war ja, das war ja! Ja, ich hab eins! Und jetzt? Ich hab eins. Was kann ich damit machen? Ah, ich kann damit fliegen aus. Yay! Toll. Wow. Ich hab's ah! Oh mein Gott! Nein! Ah! Nein! Hilfe! Nein, nein! Ah, wohin mit mir? Ja! Wohin mit mir? Oh mein Gott. Das war intens. Oh mein Gott, ich brauch eins. Leute, ich hab keins. Wo ist eins für mich? Wo ist eins für mich? Also, ich hab kein Jetpack mehr. Nein, das tut die mir doch nicht an. Nein, kann ich respawnen? Ich will doch nicht aus der Runde rausgeflogen sein. Kann ich den klauen? Hier, stehe. Oh, oh, das tut mir leid. Nein, ich bin so assi. Leute, ich bin so assi. Die Arme in der letzten Sekunde, es tut mir leid. Oh, ich fühle mich so schlecht. Oh mein Gott. Wir sind jetzt auch so wenige. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh mein Gott, es geht jetzt um die Wurst, Leute. Wir sind noch drei Leute. Noch drei, das ist doch wie Squid Game. Okay, es geht weiter. Was kommt jetzt? In
this game, you'll be on a platform. Rocks will be falling on this platform, and you'll need to dodge them, or else you may die. Ich habe Angst vor diesem Strichmännchen. Okay, wow. Toll. Und jetzt? Okay, da kommt ein Stein. Oh mein Gott. Nein! Nein, 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 nein. Und da droppt was. Nein! Okay, ich bin einmal gerufen, Leute, aber ich habe mich jetzt revived. Alter, wie doof muss man sein? Ich bin gefühlt ja in den Stein gelaufen. Ich hatte selber Schuld. Ich habe keine Ahnung, das Spiel war doof. Warum lacht er so dreckig? Ew, was war das gerade? Was war da für ein Fuß drauf? Was müssen wir machen? Okay, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Einfach weglaufen vor ihm? Oh mein Gott, der Arme! Er ist hinter ihm her! Was müssen wir machen? Oh mein... No way! Bruder, das ist unfair! Das ist so unfair! Kann hier mal jemand vernünftig anmalen? Oh, er wirft sogar mit Steinen! Oh mein Gott, er hat mich getroffen! Bro, was war das? Oh, das war so knapp! Nein! Ah! Hilfe! Oh mein Gott! Ich bin gestresst! Ich fühle mich so gestresst! Ich schwitze! Nein, er ist hinter mir her! Er ist hinter mir her! Habt ihr gesehen, wie er mich weggekickt hat? Wie schlimm ist er? Nein, 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 nein. Ey, man kann hier ja gar nicht ausweichen. Nein! Alter, wie lang gehen bitte die Runden? Was hat der alles? Mal niemals ein Strichmännchen. Wie kann ich hier raus? Oh mein Gott. Ja, kann ihn mal bitte jemand abwerfen? Oh mein Gott. Alter, der kickt mich auch noch. Wie soll man ihn besiegen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn besiegen soll. Keine Ahnung. Ich glaube, damit muss man ihn abwerfen, ne? Oh Mist. Was hätte ich nicht machen sollen? Alter! Oh! Ich wurde eliminiert, Leute. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich habe es nicht bis zum Ende geschafft. Wie hätte ich ihn abwerfen können? Mit was? Mit diesen einen Dingern da, die da rumlacken, wo dann der Pfeil hin zeigt? Ich weiß es nicht. Aber der war richtig schlimm. Aber es macht Spaß. Also ich muss ehrlich sagen, das Spiel ist intens, Leute. Aber es macht Spaß und es ist auch echt creepy. Habt ihr schon mal gespielt und wie weit seid ihr gekommen? Lasst es mich mal gerne in die Kommentare wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich muss mich jetzt mal kurz abreden. Dieses Strichmännchen war einfach nur Albtraum pur. Ich bekomme Albträume von ihm. Und seiner Lache und seinem verdammten Apfelsaft. Ich habe euch so, so lieb. Bye!